Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar heute mit einem Unboxing. Das ist quasi eine Premiere auf meinem Kanal. Vorher habe ich das noch nie gemacht und zwar geht es natürlich um Lego Dimensions. Ich habe mir das bestellt, das ist heute angekommen und ja, mit euch zusammen möchte ich das auspacken und es kommt noch was am Ende später. Und zwar habe ich hier noch so ein Teampaket. Das ist jetzt Scooby-Doo. Ich zeige es euch nochmal. Dazu kommen wir dann später. Was das überhaupt mit diesen Paketen auf sich hat, das erkläre ich dann euch auch nachher noch. Ja, also kommen wir hier nochmal kurz zurück zu Lego Dimensions. Ja, worum geht es in Lego Dimensions? Das mal kurz angesprochen. Es gibt ja viele Lego-Spiele und jedes Lego-Spiel behandelt ja meistens immer irgendein Thema. Lego Harry Potter, Lego Herr der Ringe. Und Lego Dimensions vereint viele Welten zu einem Lego-Spiel. Und ja, es vereint nicht nur Lego-Spielen, also in der virtuellen Welt, sondern man bekommt dann auch quasi echtes Lego dazu. Ja, und ja, bevor wir jetzt lange quatschen, ich kann ja ein bisschen zum Spiel selber, was man da machen muss oder worum es überhaupt geht, das können wir dann immer so, erzähle ich euch einfach, während wir dieses Paket eröffnen. Ja, verdammt, ich hätte doch mal besser hier ein Messer mitgenommen. ja, okay, war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das hier ist besser. So, erstmal den Schutz abnehmen. Liebe Kinder, wir wollen uns ja nicht verletzen. Also fangen wir mal an. Machen wir das mal hier auf. So, schön. Gucken wir erstmal, warte mal, ich gucke jetzt erstmal hinten drauf, was da alles drin ist. Wo steht denn hier? Normalerweise steht bei Lego ja eigentlich immer drauf, was alles so in diesem Paket ist. Genau, was das Paket quasi enthält. Also enthält einmal das Portal, das Spiel, dann einmal die Figur Wildstyle, das Batmobil, Gandalf und natürlich, wenn wir das Batmobil haben, dann auch Batman. Ja, sind wir mal gespannt. Gucken wir mal hier rein. Ja, krass. Oh, was haben wir hier? Warte mal. Das war doch direkt mal ein Mega-Poster. So, dazu mal angemerkt, Lego Dimensions selber ist jetzt nicht wirklich günstig. Dieses Starterpaket, was wir jetzt hier gerade auspacken, kostet ja schon 100 Euro. Das ist schon, ja, ist schon ein happiger Preis. Man bekommt zwar echtes Lego dazu und das Portal ist halt dabei. Damit wird das vielleicht auch begründet, aber naja, wir werden sehen, ob sich da 100 Euro lohnt. Ja, hier auf diesem schönen Übersichtsbild, da können wir dann nochmal, oder da seht ihr dann nochmal, warte mal, ich blende das einfach nochmal ein, auf der anderen Seite sehe ich das Ganze auch nochmal, warte, seht ihr das? Ja, ihr seht das Ganze auch ungefähr, und zwar haben wir hier einmal die DC Comics, dann Lego Movie, dann The Wizard of Oz, Lord of the Rings, also Herr der Ringe, Back to the Future, Zurück in die Zukunft ist das, Scooby-Doo, Portal, The Simpsons, Jurassic World, Ninjago, das ist ja auch von Lego, dann Doctor Who, dann Legends of Chima, wird das glaube ich ausgesprochen, oder Chima, weiß ich gar nicht, von Lego, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Und dann gibt es Ghostbusters und dann zum Beispiel Midway Arcade, das sind jetzt die Sachen, ja, diese ganzen Pakete, die ihr euch dazu kaufen könnt. Das erkläre ich euch dann gleich nochmal. So, dann wollen wir, ja weiter. Da ist noch irgendwas drin, irgendwas Geheimes. Was ganz Geheimes. Junge, Junge, da braucht man ja schon eine Lego-Anleitung, um das hier auseinanderzubauen. Ah, da haben wir es. Das ist das Lego-Spiel. Das ist quasi das, ja, Wichtigste hier in dem Set. Da haben wir einmal das Spiel. Und was ist denn da drin? Lego Dimensions. Oh, das sieht aus wie so, wie so eine Apple-Verpackung. Ne? Ganz weiß, steril. Da muss doch irgendwas Besonderes drin sein, wenn man das schon so weiß einpackt.
Okay. Ah! Ha. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Da haben wir es. Das scheint das Portal zu sein. Ja, das hier ist Müll. Warte mal, ich muss mal den Müll irgendwo sammeln. Also, hier haben wir das Portal. Da werden wir dann unsere Figuren über das Portal, das ist jetzt hier ein mega langes, ja, ist schon recht langes Kabel, was hier dabei ist, USB. Ja, und das schließen wir natürlich dann an unsere Konsole. Was ich nicht weiß, was wir bestimmt auch nicht uninteressant wäre, ich denke mal, dass dieses Portal kompatibel zu allen Konsolen ist. Das ist nur das Spiel selber ist ja zum Beispiel für die Xbox One, aber das Portal, denke ich mal, kann man dann an alle Konsolen anschließen. Also, ja. Eine tolle Info. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir Müll. Den schmeißen wir mal weg. Und da haben wir noch mehr. Also jetzt ist der Karton leer. Und dann stellen wir den auch mal weg. Also, hier haben wir nochmal so einen kleinen Beipackzettel. Mal gucken, was da... Ich mache mir das ab und zu mal selber Schatten, ne? Sehe ich gerade. Oh, Lego Dimensions. Need help? Okay. Das ist ja lustig. Hier steht in mehreren Sprachen. Benötigen Sie Hilfe? Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie die Ware zurücksenden. Sehr interessant. Also ein großes Stoppschild und dann Hadu Brook for Help. ja, also das gibt es in ganz verschiedenen Sprachen und quasi für Leute, die irgendwas nicht verstehen. Und bevor sie da nicht weiterkommen, sollt ihr Lego kontaktieren. Sehr gut. Natürlich, die wollen ja auch nicht, dass man so teures Spielzeug wieder zurückschickt. Ja, aber kommen wir mal zu dieser Box. Hier scheint, das ist jetzt das, worauf, ja, was wir eigentlich sehen wollen. Das sind die Lego-Teile. Und das hier ist, hört sich auch, warte, ich halte mal ein bisschen näher ans Mikro, hört sich an wie eine ganz normale Lego-Verpackung mit auch dem Altershinweis, für welches Alter das geeignet ist. Ich hoffe... Ja, ich hoffe, ich darf das noch auspacken. So, ja, bevor ich das hier aufmache, kann ich euch ja mal kurz erklären, weil es hier hinten auch nochmal so schön aufgeführt ist. Ich halte es mal kurz in die Kamera, damit ihr es sehen könnt. So, und zwar haben wir einmal Level Packs, die es gibt, die man später kaufen kann. Dann habt ihr Team Packs und dann gibt es Fun Packs. Und ja, die Level Packs sind die größten Packs. Die beinhalten ja quasi noch ein Level Adventure, ein neues Adventure im Spiel und quasi eine Figur. Zum Beispiel gibt es Level Packs hier zurück in die Zukunft. Dann bekommt man den DeLorean. Dann bekommt man, was ist das? Das sehe ich jetzt gar nicht. Also da bekommt man hier zum Beispiel noch eine Figur, den Marty McFly und noch ein Gerät dabei. Dann gibt es Team Packs. Davon haben wir ja eins. Das Scooby-Doo Team Pack. Das gucken wir uns nachher auch nochmal an. Und dann gibt es Fun Packs, die beinhalten eine Figur und zum Beispiel ein Fahrzeug dabei. Ja. Also, aber auf der Lego-Seite selber könnt ihr euch umgucken und da seht ihr nochmal alles. Oder wenn ihr auf Amazon geht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch einfach über den Link unten auf Amazon gehen, wenn ihr mal was bestellen wollt. Das ist natürlich kostenlos. Und ja, da, wenn ihr da Lego Dimensions eingibt bei Amazon, da seht ihr auch direkt, was es alles für Zusatzpakete gibt. Ja, okay, dann ja, kommen wir mal dazu und packen das Teil aus. Zup. Zup. Okay. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Ganz schön viele Sachen. Okay, das war's. Also der Karton ist leer. Ich habe jetzt alles in der Hand. Da, Lego. Alles Lego. Okay, wir schauen mal. Wir haben hier ja, Lego Kleinteile Beutel Nummer 3. Lego Kleinteile Set Beutel Nummer 1. Hier scheinen Figuren drin zu sein, weil hier rollen die Köpfe. Dann haben wir Lego Kleinteile Set Nummer 2. Das sieht aus wie das Portal, was wir gleich aufbauen. Ja, und da haben wir die Grundplatte. Da wird das Portal dann drauf gebaut. Und dann
gucken wir mal nochmal das Teil an. Kommt nachher das hier auf diese Platte drauf. So, dass wir das Portal auch hier drauf stehen haben. Gut, dann packen wir das mal beiseite. Und ja, bevor wir dann gleich dazu kommen, das Portal aufzubauen, habe ich ja in der Beschreibung, steht ja auch irgendetwas von Gewinnspiel. Und wahrscheinlich haben sich die Leute schon eventuell gefragt, die deswegen eingeschaltet haben, wo bleibt denn das Gewinnspiel? Ja, wir kommen jetzt dazu. Und zwar habe ich ja erzählt, es gibt verschiedene Packs. Es gibt ja einmal das Level-Pack, ein Team-Pack und die Spaß-Pakete auf Deutsch oder halt auf Englisch Fun-Pakete, die man Fun-Packs, die man kaufen kann. Und ja, wenn ihr ein Fun-Pack gewinnen möchtet, das werde ich dann verlosen. Das ist dann ja zum Beispiel, ich gucke nochmal hier drauf. Hier sehen wir dann nochmal auf dem Poster die ganzen Sachen. Da gibt es zum Beispiel... Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Genau, als Funpack gibt es zum Beispiel auch den Bart Simpson, den man sich aussuchen kann. Und das Schöne ist, diese Funpacks oder überhaupt diese Pakete, wenn man die sich kauft, die sind halt unabhängig von der Konsole. Das hat nichts mit der Konsole zu tun. Die kann man später auch benutzen für seine Wii oder für seine Xbox. Egal, wenn man das System wechselt, kann man das ganze Equipment, was man da gekauft hat, einfach mitnehmen. Man muss halt nur das Hauptspiel nochmal kaufen. Ja, und ihr könnt ein Fun-Paket gewinnen. Welches? Das bleibt euch überlassen. Das heißt, wenn ihr gewinnen solltet, dann ja, werde ich mich mit euch in Verbindung, also werde ich euch anschreiben und ihr schreibt mir, welches Paket ihr haben wollt. Oder, nein, wir machen das anders. Passt auf, das habe ich mir jetzt anders überlegt. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, welches Paket ihr haben wollt, welches Paket ihr gewinnen wollt, mit dem Hashtag Fun Pack. Also Fun Pack, weiß ja jeder, wie das geschrieben wird. Hashtag Fun Pack mit dem Paket, welches ihr gewinnen möchtet. Und als Bedingung, um mitzumachen, ist einfach, schreibt das Ganze entweder bei YouTube als Kommentar und liked das Video, also Hashtag Fun Pack, oder das Ganze bei Twitter, da wo ich das dieses Unboxing hier poste, unter dem Tweet. Einfach den Tweet retweeten und unter dem Tweet schreiben mit dem Hashtag Funpack, welches Pack ihr gewinnen wollt. Und dasselbe funktioniert aber auch auf Facebook für die Leute, die kein Twitter haben. Da einfach den Beitrag, wo ich dieses Unboxing-Video gepostet habe, auf Gefällt mir drücken und als Kommentar dann natürlich auch, welches Funpack ihr haben wollt mit dem Hashtag Funpack. Ja, okay, gut, dann... kommen wir jetzt erstmal zu diesem Teampaket. Das werden wir jetzt auch mal aufmachen, bevor wir das Portal gleich aufmachen. Und schauen uns mal an, was hier drin ist. Denn das erweitert ja schon das Spiel. Das heißt, wenn ich mit dem Let's Play beginne, dann haben wir auch Scooby-Doo dabei. Und Shaggy, dann haben wir die Mystery Machine und Scooby Snacks. Die haben auch besondere Fähigkeiten. Dazu kommen wir dann aber später im Let's Play. Also man kann die Dinge auch in verschiedenen Formen bauen. Zum Beispiel als normales Scooby Snack. Dann wird man groß und stark. Als Scooby Fire Snack oder als Scooby Ghost Snack. Aber dazu kommen wir halt später im Let's Play selber. Gut, wir machen das hier einfach mal auf. Wo geht denn das? Oh. Oh oh, ich habe einen Riss in der Verpackung, verdammt. Die ist jetzt nichts mehr wert. Dann nehmen wir doch das Messer lieber, oder? Das hat besser geklappt. So. Schauen wir mal rein. Jetzt darf ich das nicht mit dem Portal vermischen. Ach du meine Güte. Also hier seht ihr, das sind irgendwelche Teile von Scoob. Das sieht wahrscheinlich aus wie das Fahrzeug. So rasselt das. Ich lege das am besten mal hier beiseite. Und hier ist Scooby-Doo drin und hier sind auch Chips drin. Da sind diese ID-Chips, die dann erkennen, welche Figur da drauf ist. Also dann, oder den muss man dann programmieren. Dazu kommen wir dann aber auch im Let's Play selber. Und was haben wir hier noch? Also das Paket ist leer, das kann ich wegschmeißen. Ach, hier sind die Teile drin. Und, aber keine Bedienungsanleitung. Das Lustige ist ja, also hier ist keine Aufbauanleitung drinnen, denn die Aufbauanleitung zu, obwohl, warte mal, ich lüge, ich hab gelogen. Von den Figuren ist die Aufbauanleitung hier drinnen. Ich schaue nochmal, aber
nicht von dem Auto. Das heißt, die Aufbauanleitung von dem Auto, die bekommt ihr dann später im Spiel. Aber das machen wir dann separat, halt alles im Let's Play. Ich wollte euch nur mal das Paket auch zeigen. Und ja, jetzt kommen wir einfach mal zum Portal. Und das könnt ihr euch angucken im Schnelldurchlauf, wie wir das Ganze aufbauen. Tja Leute, da bin ich wieder zurück, fertig mit dem Aufbauen und ja, es hat Spaß gemacht. Es hat irgendwie wirklich die Erinnerungen an früher geweckt. Ich habe früher selber viel Lego-Technik, also ich hatte nicht normale Lego, sondern Lego-Technik und habe da so einen riesen Bagger gebaut und so Sachen. Und ja, es war mal wieder richtig entspannt. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr, ja, ich habe mir Zeit gelassen, 40 Minuten oder 35 Minuten gebraucht, um halt die Figuren, die drei Stück und das Portal aufzubauen. Und ich habe sogar noch ein paar Teile übrig. Ja, also hier sind so ein paar Teile, aber ich habe nachgeguckt, es fehlt nichts. Das sind quasi wirklich Ersatzteile, die schmeißt Lego ja auch ab und zu dabei. Die muss ich jetzt irgendwo schön weglegen und nicht verlieren. Ja, und dann haben wir hier nochmal, zeige ich euch nochmal das Portal. Da stehen jetzt die Figuren drauf. Hier haben wir Batman, Gandalf steht hier vorne. Und hier haben wir, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt denn die nochmal? Warte mal, das steht doch hier. Dafür haben wir doch diesen Wunder, ach, Wild Style. Ich denke immer an Wild Cat. Nein, sie heißt ja Wild Style. Sie ist halt nicht so mega sofort einem geläufig, denn das ist halt... Die Wild Style ist aus dem Lego-Movie, wer den noch nicht gesehen hat. Ich fand den richtig witzig, lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man auf so Animationsfilme steht. Ja, ich denke mal, das war's für das Unboxing und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und nochmal, um kurz auf das Gewinnspiel zurückzukommen. Also, damit auch wirklich keine Missverständnisse, ich werde das auch nochmal in die Beschreibung packen. Wenn ihr ein Funpack, also ein Funpack gewinnen wollt, guckt bei Amazon einfach, was das ist. Dann schreibt einfach einen Kommentar, entweder unter die Twitter-Meldung, wo ich das Video gepostet habe, unter die Facebook-Meldung oder unter das Video selber hier mit einmal, welches Funpack ihr haben wollt, mit dem Hashtag Funpack dahinter. Wenn ihr mitmachen wollt, einmal, welches Funpack ihr haben wollt, dann den Hashtag Funpack nicht vergessen. Einfach schreiben, entweder bei Twitter, Facebook oder YouTube. Dann bei Twitter retweeten, bei Facebook gefällt mir auf dem Beitrag und bei YouTube einfach einen Daumen hoch geben und schon seid ihr mit dabei. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr mitmacht, ihr dürft nicht vergessen, zum Beispiel bei Twitter, die Einstellungen so zu ändern, dass, wenn ihr bei Twitter mitgemacht habt, ich euch auch Nachrichten schreiben darf, Direktnachrichten. Also, dass jemand euch
Direktnachrichten schreiben darf oder zum Beispiel bei Facebook oder auch bei YouTube, dass ich euch darüber Nachrichten schreiben darf. Ansonsten kann ich euch nicht kontaktieren und muss halt dann nochmal verlosen. Alles klar, wir sehen uns dann halt im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder ein und denkt dran, morgen kommt dann das Let's Play zu Lego Dimensions und ja, ich werde das dann, werde nach und nach mir auch die Packs holen, Spaß-Packs, Fun-Packs, Level-Packs. Ich habe ja das Scooby-Doo-Pack, das ist quasi ein Teampaket und das gucken wir uns aber dann an, wenn wir zum Let's Play selber kommen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen und euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit Lego Dimensions.